Die Idee des Ganzen ist es, junge Talente, Schauspielabsolventen oder solche, die gerade die Schule hinter sich haben, die am Einstieg sind von ihrer Karriere, zu promovieren, sozusagen der Filmwelt näher zu bringen, damit sie auch für die entsprechenden Rollen besetzt werden. Eigentlich, sie kommen nicht zu uns, wir holen uns sie zu uns, um sie kennenzulernen, weil das nicht sehr üblich ist, dass junge Schauspielschüler und Abgänger von der Schauspielschule sich bei Castern melden, weil die sich sehr aufs Theater konzentrieren, als auf den Film. Also holen wir sie uns und schauen sie uns an. Wir kennen natürlich durch unsere Arbeit einige von den jungen Schauspielstudenten, Studentinnen, aber wir möchten gerne wirklich die Schweizer Schauspielstudenten kontaktieren, die im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, Österreich, allenfalls Italien, Frankreich studieren, zur Schule gehen. Und wir schreiben alle Schulen an, alle staatlichen großen Schauspielschulen in diesen drei Ländern, inklusive natürlich angefangen von der Schweiz, und laden die alle herzlich ein. Und dann machen wir ein großes Casting, was mittlerweile über 4 Tage geht, von circa 100 jungen Schweizer Schauspielstudenten und Innen. Es gibt natürlich einen Moment, der sehr Spaß macht, das sind die Tage, wo wir drehen, wenn alles zusammenkommt, wenn wirklich dann gedreht wird und wir so eine kleine Filmcrew sind mit ganz tollen Regisseuren, Regisseurinnen, bekannte Schweizer, die sich da auch sehr, sehr bemühen und toll mitarbeiten, überhaupt auch tolle Kamera, tolle Crew. Das macht sehr große Freude. Und dann natürlich auch, wenn wir das jedes Jahr, wenn wir wieder eine neue Runde sozusagen vorstellen können und uns diese Gruppe anschauen und eigentlich wirklich sagen können und das auch von außen bestätigt kriegen, es gibt tolle Gesichter, es gibt tolle Persönlichkeiten, es gibt tolle Schauspieler und Schauspielerinnen in der Schweiz, dass wir wirklich realisieren, im Moment, wo wir sozusagen das Fenster aufmachen zur Öffentlichkeit, die Leute wirklich sagen, toll, die gibt es. Ich dachte gar nicht, dass das alles Schweizer und Schweizerinnen sind. Wie Susan sagt, ist es ein Projekt, das Kontinuität braucht. Es ist eine Reihe, weil erst nach 1-2 Jahren können die neuen jungen Talente überhaupt, wenn sie gecastet werden, besetzt werden, kommen die Filme in die Kinos. Also braucht es immer eine gewisse Zeit, bis dann auch wirklich ein positiver Effekt ist von dem, was wir hier machen. Und deswegen ist es an und für sich schon, muss es eine Reihe sein. Wir planen diese Serie weiter, weil es sich gezeigt hat, dass sie erfolgreich ist und weil wirklich schon einige dabei sind, die gut eingestiegen sind ins Filmgeschäft und große Hauptrollen gekriegt haben und wirklich auch schon. Es gibt die Miriam Stein, die in Deutschland eine große Agentur gefunden hat, schöne große Filme, die in Goethe hat sie die Hauptrolle gespielt. Nils Althaus, der ganz viele Hauptrollen hier in der Schweiz spielt, aber auch in anderen Sprachen, also mehrsprachig ist. Es gibt einige dabei, die wirklich mittlerweile schon Fuß gefasst haben im Film. Und deswegen haben wir die Bestätigung, dass es auch Sinn macht, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Wir möchten weitermachen. Wir machen ein Zwischenjahr, wo wir diese ganzen, eine kleine Rückblende machen, wo wir die ganzen Erfolge der bisherigen jungen Talente präsentieren möchten, zeigen möchten und ein bisschen auch über die Bücher gehen und überlegen, wo kann man die Produktion allenfalls noch schlanker machen, effizienter und mit einer neuen Produktionsfirma das richtig überdenken und planen, um einen nächsten 5-Jahres-Plan aufzubauen. Das Geld. Das Geld suchen. Wie macht man das? Wie überzeugt man jemanden, dass man etwas hat, das unbedingt gebraucht wird? Und
wie organisiert man die ganze Bürokratie? Und das ist wirklich nicht mein Talent. Die Zusammenarbeit mit Susanne. Nein, es ist wirklich, also lustig, ja. Hin oder her, es ist wirklich so, dass, wie Susanne sagt, unser Talent, wenn man so will, ist eher Casting-Direktoren. Das können wir mittlerweile, glaube ich. So sage ich jetzt einfach mal. Und produzieren ist eine große Herausforderung. Wir haben großen Respekt, aber wir haben uns darin versucht und zwischendurch haben wir sehr lustige Fehler gemacht. Der Grundunterschied liegt darin, dass bei den Shooting Stars Leute ausgewählt werden, die schon in ihrem Land in einem Film eine große Rolle gespielt haben, Hauptrolle, die dort in diesem Land auch schon sehr erfolgreich war im Kino. Das heißt, sie haben schon eine gewisse Bekanntheit, man kann sie in einem Film sehen. Bei den jungen Talenten geht... Und es ist einer oder eine pro Land, genau. Und bei den jungen Talenten geht es uns darum, sozusagen zukünftige Shootingstars zu finden. Das heißt, junge Schauspieler, Schauspielerinnen, die noch niemand kennt, die noch gerade in der Schule sind oder von der Schule kommen und die sozusagen am Anfang sind. Also da wirklich diese sozusagen hervorzuholen aus der Unbekanntheit und die Regieleute und die Produktionen zu ermutigen, sie für Hauptrollen zu besetzen. Bezüglich der Auswahl waren wir uns eigentlich relativ sehr einig, bis auf 2, 3, 4, 5. Von 8? Nein, natürlich, also von allen, die wir jetzt diese 5 Jahre gemacht haben, na, selbstverständlich. Aber da gibt es selbstverständlich Diskussionen. Aber das Schöne ist ja auch, dass wir uns noch 2 professionelle Schauspieler dazugezogen haben, plus eine Castingfrau auswärts. Denen haben wir unsere eine Auswahl, unsere Shortlist gezeigt und haben um ein Urteil gebeten. Vielleicht kann ich was ergänzen, was ja auch das Spannende ist überhaupt an dem Beruf. Wenn man ein Casting macht für eine Produktion, für eine Regie, ist es eben in diesem Sinne eine künstlerische Dienstleistung. Man versucht herauszufinden, was die Produktion will, was für dieses Projekt gut ist. In diesem Fall gibt es das nicht, sondern wir mussten uns ganz klare Kriterien aufstellen, was ist denn die Anforderung, was ist denn schlussendlich ein zukünftiger Filmschauspieler, Schauspielerin, was müssen die für Kriterien oder für Bedingungen erfüllen, sei es das Aussehen, die Persönlichkeit, das Talent, die Sprache, die Sprachfähigkeit, die Flexibilität und so weiter. Das heißt, es sind, wie du richtig sagst, schon individuelle Kriterien, aber natürlich auch ganz klar eine professionelle Liste von Kriterien, die wir uns aufgestellt haben und die es gilt zu erfüllen und die wir eben, wie Susanne sagt, auch abgestützt haben durch andere professionelle, eine Jury sozusagen. Ein junger Schauspieler braucht Talent. Ein junger Schauspieler braucht eine gute Ausbildungsstätte oder gute Möglichkeiten, sich auszutoben. Und ein junger Schauspieler braucht dann noch so eine Art wie Fanatismus. Das will ich und ich will sonst nichts anderes. Ja, und ich glaube, den Unterschied zu allenfalls vor 10, 20 oder sagen wir 20, 30 Jahren ist wirklich die Internationalität. Ich glaube, Film, Schauspiel ist viel internationaler geworden, zumal man sogar sagen muss, dass in den 70er Jahren in der Schweiz relativ viel gedreht wurde. Ein recht vitaler Filmmarkt war hier in der Schweiz, der dann sich immer mehr orientiert hat nach den anderen Ländern, Co-Produktionen mit anderen europäischen Ländern. Das heißt, die jungen Schauspieler müssen auch international präsent sein, was sich natürlich in erster Linie über die Sprache
auch äußert. Sie müssen wirklich fit sein in Sprachen. Ich rede jetzt mal Schweizerdeutsch. Gut. Also, das ist meine Sprache und so rede ich und so denke ich und so möchte ich mich auch ausdrücken. Gut, nein. Es ist die Muttersprache, seine Sprache, mit der man sich am besten ausdrücken kann, die Gefühle am besten zeigen. Ich denke, in jeder Sprache, also wenn man spielt, wenn ein Schauspieler in einer fremden Sprache spielt, dann bedeutet das für ihn auch emotionell etwas anderes. Ja, die Dialekte in der Schweiz, also unsere Sprache ist eben das Schweizerdeutsche und die Komplikation ist aber, dass es so klein wir sind, von Kilometer zu Kilometer schon wieder ein anderer Dialekt ist und das aber auch ganz wichtig ist bei den Geschichten. Das muss ein Schauspieler oder eine Schauspielerin einfach auch lernen. Und wie Susanne sagt, ist die Sprache und Dialekte auch mit den Emotionen verbunden. Also heißt es auch eine gewisse Arbeit, eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kulturen. Und ich glaube, dass das nicht nur Sache der Schauspieler ist, sondern auch auf Seiten der Autoren und Regieleuten, dass die sich viel mehr auch damit auseinandersetzen sollten. Also ich glaube, im englischsprachigen Raum wird es schon viel mehr gemacht, dass man einen südamerikanischen südlich-nordamerikanischen oder wie auch immer britische, dass das sehr präsent ist und dass das sehr viel auch aussagt und die Schauspieler lernen müssen. Das gehört dazu, zum Beruf.